US-Außenminister Antony Blinken traf in Peking den chinesischen Spitzendiplomaten für Außenpolitik Wang Yi und Außenminister Qin Gang. Die Gespräche dauerten ungewöhnlich lange, 7,5 Stunden. Zum Abschluss wird Blinken auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Ein Zeichen der Wertschätzung, das eine neue Runde von gegenseitigen Besuchen hochrangiger amerikanischer und chinesischer Beamter einleiten könnte. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers seit 5 Jahren. Die Beziehungen waren zuletzt wegen schwerer Differenzen und anhaltender Streitigkeiten zwischen den rivalisierenden Mächten an einem Tiefpunkt. Kernpunkte sind das chinesische Verhältnis zu Russland und dessen Angriffskrieg in der Ukraine, die US-Unterstützung für Taiwan, chinesische Bemühungen, ein südostasiatisches Sicherheitsabkommen zu schaffen und Wirtschaftsfragen. Die Treffen wurden von beiden Seiten als offen und konstruktiv bezeichnet. Blinken holt einen wegen chinesischer Spionageballone verschobenen Besuch nach. Spannungen gab es bereits wegen chinesischer Manöver vor Taiwan und im südchinesischen Meer. Klare Forderungen kamen von Pekings Außenministerium zum Thema Taiwan. Die USA sollten sich an den Ein-China-Grundsatz halten und ihre Unterstützung für Taiwan einstellen.